Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und ich bin der Berliner mit einer weiteren Folge mal Rinkicken von der Firma PopCut und von Electronic Arts. Heute schauen wir uns das Spiel an, Garden Warfare 2, wo ich gerade die Beta gezockt habe. Und ich lasse mal einen kleinen Moment laufen, dann seht ihr das. Schon sind wir im Spiel und ihr seht, ich habe diesmal die Sonnenblume gespielt, da kommen wir in unser Camp. Dort hat dann verschiedene Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu machen, hier zum Beispiel Splitscreen. Oder ihr könnt dann weitergehen und könnt eure Charakterauswahl verändern, da gibt es ja die verschiedenen Pflanzen. Dann habt ihr E-Mail-Verkehr, könnt ihr machen, was ziemlich gut gemacht ist. Also ist nicht mein Fall das Spiel, aber ihr habt halt Möglichkeiten. Und dann könnt ihr halt im Endeffekt, seht ihr selber, steht in Wagen, ist glaube ich die Kommandozentrale. Garage konnte man nicht reingucken, da gibt es immer Überraschungen scheinbar. Dann habt ihr hier so das Auftragsquests und so weiter. Und dann habt ihr das Dimensionsportal zum Multiplayer. Und dort ist eine neue Sache, die natürlich hier nicht fehlen darf. Ich glaube, die gab es aber vorher auch schon. Hier könnt ihr wieder begehrte Sammelkarten kaufen für Chips, die ihr bekommt im Game. Fängt bei an bei, ich glaube, 2000, 20.000 und 70.000, das sind dann die großen, und dann habt ihr halt eure. Zusätzlichen Bonussachen, die ihr dann equippen könnt bei den Charakteren oder bei den Gegnern, wie ihr seht. Ja, ist recht niedlich gemacht. Grafisch ist natürlich mehr Comic-Style, ist ja klar. Aber es war schon interessant zu gucken. Jetzt haben wir einfach mal zwei Päckchen geöffnet. Ihr seht es ja selber. Ja, ob man die Karten braucht, weiß ich nicht. Kann mir ja vielleicht mal einer runterposten, weil ich habe Garden Warfare 1 nicht gespielt. Vielleicht kann mir einer da eine Info zugeben. Dann habt ihr hier allgemein so die besten Abschüsse, euer Stickerheft und so weiter. Da seht ihr dann die Stickerkarten, die ihr habt. Da habt ihr, wenn ihr verschiedene Sonnenblumen spielt, dann habt ihr Statistiken für wie viel Kills ihr hattet und bla bla bla. Da weiß ich noch nicht, was es auf sich hat. So, Lenkung war am Anfang, weil ich auf Xbox gespielt habe, wie ihr alle wisst, ist nicht so mein Fable. Aber es war schon nice, also es hat Bock gemacht. Und ja, mal gucken. Also Lenkung war recht beschissen, wenn ich natürlich hier auf dem PC spiele, sieht es wieder anders aus. Und da habt ihr halt ein Dimensionsportal zum Multiplayer-Universum. Das starte ich jetzt einmal. Da habt ihr im Moment in der Beta waren nur zwei Sachen. Abschuss bestätigt und dann habt ihr noch Revierkampf gehabt. Und da eigentlich so machen, vorstellen wie damals, wie bei Star Wars Battlefront. Da habt ihr dasselbe Modus, da kämpft ihr euch immer weiter, bis die Flagge in Besitz gekommen ist, die ihr verteidigen oder einnehmen müsst. Und da verschiebt sich das immer mehr. Und da seht ihr schon mich im Kampf. Ja, musste mich erstmal reinpriemeln eine Runde. Aber, sagen wir so, am Anfang war ich echt enttäuscht. Aber ich muss Ihnen wiederum dann sagen, es hat mir irgendwie dann doch Fun gemacht. Ist kein Spiel, weil ich stundenlang wahrscheinlich spielen würde. Aber ab und zu mal rinkicken oder so, habe ich gar kein Problem mit. Aber ich bin ja sowieso einer, der so Ego-Shooter ab und zu gerne spielt, aber auch nicht laufend. Ja, und wie gesagt, grafisch ist echt nice gemacht. Ihr könnt auch unheimlich viele Sachen zerschießen. Vielleicht hat es mir auch nicht so richtig viel Spaß gemacht, weil es wie auf der Controller war. Ich bin ja nicht so Controller-lastig oder Controller-free. Ihr habt hier verschiedene Fähigkeiten. Ihr könnt als Sonnenblume könnt ihr euch eingraben. Dann könnt ihr mit Laser, also mit Sonnenstrahlen schießen. Und mit Sonnenblumenkernen, glaube ich, war es. Und als Rose könnt ihr euch halt in so ein Geisterrose verwandeln, wo ihr dann hinfliegen könnt. Und dann könnt ihr rundherum Schüsse machen, da seht ihr, und rechts seht ihr diesen Steinbock, da könnt ihr dann den Gegner in den Steinbock verwandeln, war auch niedlich. Oder ich schieße den an mit dem linken, mit dem LP, also linken Button, da könnt ihr dann den unheimlich verlangsamen, also stunnen auf Deutsch gesagt. War echt, ja, wie ihr seht, man kann auch alles zerschießen, oder sehr viel zerschießen, ja. Ich denke mal, die es vorher schon gespielt haben, die werden begeistert sein, vermute ich mal.
Und bleibt echt abzuwarten. Also ich bin da echt gespannt drauf. Ich persönlich werde es mir wahrscheinlich nicht besorgen. Ich weiß es noch nicht. Ist mal als ab und zu Gag. Und hier könnt ihr dann halt auf den Karten, habt ihr Blumentöpfe oder Blumenerde. Da könnt ihr dann, wie in dem alten Spiel Plants vs. Zombies, könnt ihr dann irgendwelche Sachen rein einpflanzen, als entweder als Mine oder als Geschützturm eine Pflanze. Ziemlich einfallreich. Aber es macht echt funny. Ich hatte das mit einem Kollegen gespielt, mit dem Gamers-Check.de, glaube ich, gesagt. Und hab merken, verwechselt mal, wie er geschrieben wird, aber ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Und da war ich ein bisschen enttäuscht zu dem Moment. Aber wie ich dann nochmal alleine kurz das hier aufgenommen habe, ich hat echt Spaß gemacht. Und ja, ist funny. Also, lasst euch mal einen kleinen Moment da gucken. Da seht ihr, wie wir gerade von irgendjemandem mit der Fähigkeit gestunt worden sind in der Luft. Da können wir dann gar nichts mehr machen. Und wenn wir erschossen werden, seht ihr da jetzt zum Beispiel, dann zeigen sie nochmal unseren letzten Gegner, wie jetzt hier nochmal. Da seht ihr den letzten Gegner, wie viel Leben er überhaupt noch hatte. Da seht ihr es ja. TMK 89, der hat mich schon zweimal gekillt und hat nur 71% Leben. War recht schnuffig gemacht, also. Und am Ende seht ihr halt, dass die haben gewonnen, die Bösen. Die bösen Zombies. Aber es ist echt cool gemacht, also. War niedlich. Da seht ihr dann, wie viel Flankenpunkte. Wenn die jetzt verteidigt hätten den letzten Punkt, dann wären wir auf dem letzten Punkt. Und wir hätten verteidigt. So haben die Zombies jetzt gewonnen, weil sie alles eingenommen haben. Das Spielprinzip kennt ihr. Und da seht ihr, wie man die Münzen bekommt. Und dann habt ihr nochmal am Ende, wie ihr seht, die besten Liste. Ich weiß gar nicht, nee, da war ich nicht auf Platz 4 oder 5. Bei einer Folge war ich nämlich auch auf dem Treppchen, ganz stolz. Und dann habt ihr noch Hinterhofkampf. Das heißt im Endeffekt, ist wie so eine kleine, verschachtelte Außenwelt. Weil es soll ja, so viel ich weiß, nur ein Online-Game sein. Aber ihr könnt dann wirklich in die Welt rausgehen. Ihr habt so eine kleine Welt um euch rum, eine Open World, kann man fast sagen. Da habt ihr dann eure eigenen Pflanzen. Da geradezu seht ihr diese Flaggenmast. Da könnt ihr die Flagge hissen. Und müsst die dann gegen Zombie-Angriffswellen verteidigen. Und ja, ist recht süß gemacht. Also auch die Stadt, die ihr rundherum gebaut ist. Da könnt ihr dann rumlaufen, könnt dann halt im Endeffekt alles erforschen und angucken. Da seht ihr schon blinkt, aber ich habe es, glaube ich, nicht aktiviert. Zeigt da so ein bisschen die Stadt. Ich weiß nicht, ob jetzt gleich nochmal was kommt. Aber wie gesagt, es war echt interessant gemacht und recht lustig. Da seht ihr es ja selber. Aber ich weiß nicht, ob man da Quest hat, die man da erledigen muss. Ich vermute es mal schon, weil man hat ja dieses Questbuch oder diese Tafel im Lager, wo man dann vermutlich, oder wo ich dann losziehen darf und einen auf Rambo machen kann, Pflanzen-Rambo. Und durch die Stadt halt gehen muss und wahrscheinlich irgendwelche Aufgaben erledigen muss. Würde ich cool finden, vielleicht kann man sowas in Koop sogar machen, ich weiß es nicht. Und müsste ich mich mal schlau machen, dafür kommt ja endlich ein bisschen mehr raus. Da ist auch noch eine Zone, wie ihr seht, da kamen wir aber nicht rein. Wie gesagt, die Beta ist es halt. Aber das Spiel kommt ja auch schon bald. Und da seht ihr, da kommt man nicht rein. Ist die Frage, was es ist, ob so... Ach doch, da kommen wir doch rein. Gut. Und da haben wir dann so größere Gegner auch, die mir echt einen einheizen. Ja, wie gesagt, das war es erstmal von meinem Ringkicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder mir einen Kommentar sagt, was ich besser machen sollte oder was ich verändern sollte. Oder vielleicht sogar ein Abi da lasst. Wäre echt nice, würde ich mich freuen. Aber wie gesagt, eure Kommentare sind mir wichtig. Und daher sage ich schön mit Öl. Ich, der Berliner, sage euch jetzt bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.